Angkor Thom, die große Hauptstadt, wurde um 1200 von Jayavarman VII., dem fleißigsten Bauherrn und letzten großen König in der Geschichte Angkors, errichtet. Insgesamt gibt es 5 Stadttore. 4 sollen die Himmelsrichtungen symbolisieren und befinden sich jeweils in der Mitte zwischen den Eckpunkten der Mauern. Das südliche Stadttor, durch das die meisten Besucher Angkor Thom betreten, liegt 8 Kilometer von Siem Reap entfernt. Jedes Tor ist mit einem 23 Meter hohen Turm, der an sich schon ein architektonisches Kunstwerk ist, überdacht. Von jedem Turm blicken 4 gewaltige Gesichter herunter, das Symbol aller unter Jayavarman VII. Errichteten Bauwerke. Die Brücken, die über den breiten Graben zu den Toren führen, werden von Steinfiguren flankiert. Es handelt sich dabei jeweils um 54 Götter auf der linken Seite und 54 Dämonen auf der rechten Seite, die je eine riesige Schlange, eine Naga, tragen. Bevor wir zur anstrengenden Besichtigung von Angkor Thom antreten, wollen wir uns noch einmal kräftig stärken. Von unserem Hotel, dem River Garden, haben wir für den Ausflug ein kleines Lunchpaket mitbekommen. So, jetzt aber los. Wir beginnen mit dem Bayon. Von der Ferne wirkt der Tempel wie ein massiver Felsklotz im Dschungel. Doch bei näherer Betrachtung entpuppt sich der Bayon als architektonisches Meisterwerk, dessen Originalität viele Besucher in noch größere Begeisterung versetzt als Angkor Wat. Die Außenwände der beiden Galerien sind mit eindrucksvollen Flachreliefs verziert, deren Darstellungen viel vom Leben der damaligen Menschen erzählen. Sie zeigen überwiegend Szenen aus dem täglichen Leben der alten Khmer. Märkte, Fischer, Festivitäten mit wilden Hahnenkämpfen und Schaustellern sowie die Geburt eines Kindes wechseln sich ab mit historischen Schlachten und Triumphzügen, die vom ständigen Kampf mit den Cham erzählen. Am beeindruckendsten sind wahrscheinlich die etwa 200 gewaltigen Gesichter mit ihren zu Stein erstarrten Lächeln, die den Besucher erschaudern lassen. Lange Zeit rätselten die Wissenschaftler darüber, wen diese Gesichter darstellen sollten. Zuerst glaubte man, es handele sich um Brahma, den Gott, der die Erde schuf. Andere waren der Ansicht, es müsse sich um ein Selbstporträt Jayavarmans VII. Handeln. Doch 1924 kam Henri Parmentier des Rätsels Lösung auf die Spur, als er einen Ziergiebel fand, auf dem eine buddhistische Figur abgebildet war, die mit den monumentalen Gesichtern in Verbindung gebracht werden konnte. Es handelte sich um Lokeshvara, einen Bodhisattva aus dem Mahayana-Buddhismus. Das ist ein Wesen, das die höchste Stufe auf dem Weg zur Erleuchtung erreicht hat, an der Schwelle zum Nirvana steht und selbst zum Buddha werden kann. Aus Mitleid mit den Menschen verzichtet er aber auf diesen letzten Schritt, um ihnen auf der Erde bei der Suche nach der ewigen Glückseligkeit helfen zu können. Die Flachreliefs der inneren Galerie beziehen sich auf Geschichten und Epen der hinduistischen Mythologie sowie die Beschreibung der Größe des Königs Yasovarman I. Diese Reliefs sind im Vergleich zur äußeren Galerie weniger zusammenhängend, da sie häufig durch Räume, Gänge und Türme unterbrochen werden. Die Errichtung des Bayon begann etwa 100 Jahre nach der Fertigstellung Angkor Wats. Da er mindestens zweimal durch bedeutende Erweiterungsarbeiten verändert wurde, ist es heute schwierig genau festzustellen, welche Teile zu welcher Zeit gehören. Den Höhepunkt der Baukunst stellt das Heiligtum im Zentrum der dritten Ebene dar.
In unterschiedlicher Höhe stehen 54 Türme mit den berühmten Gesichtern, die in die vier Himmelsrichtungen blicken. Der Turm in der Mitte, der früher vermutlich vergoldet war, besteht als einziger aus 8 Antlitzen. Durch seine Lage im Zentrum vom Angkor-Turm ist heute gesichert, dass der Bajon den Berg Meru darstellen soll. Im Prinzip machte Jayavarman das Siebte mit dem Bau von Angkor-Turm und dem Bajon nichts anderes als seine Vorgänger und errichtete seine irdische Vorstellung von der hinduistischen Kosmologie der Welt. Gleich neben dem Bajon findet sich eine kleine Pagode mit einer großen Buddha-Statue. Unser weiterer Weg ist von Spinnen und deren Netzen übersät. Vimianakas, der himmlische Palast. Dieser Tempelberg wurde Anfang des 11. Jahrhunderts zu Ehren des Gottes Vishnu errichtet. Auch dieses Bauwerk sollte den Berg Meru darstellen. Die Basis misst 35 x 28 Meter, die drei terrassenförmigen Aufbauten aus Laterit sind 12 Meter hoch. Das Heiligtum, das auf der obersten Terrasse steht, ist aus Sandstein und schließt mit einem Prasat ab, der von dem Chinesen Zhao Turquan im 13. Jahrhundert beschrieben wurde. Das müssen wir später schneiden, damit es die Eltern nicht sehen. Aus dem Palast erhebt sich ein goldener Turm, zu dem der König jede Nacht emporsteigt, um zu schlafen. Die Menschen glauben, dass in dem Turm ein Geist in Form einer neunköpfigen Schlange lebt, der heimliche Herrscher des gesamten Königreiches ist. Jede Nacht erscheint er den Menschen in Gestalt einer Frau. Im Fall, dass er nur eine Nacht nicht auftauchen sollte, bedeutet dies den baldigen Tod des Königs. Die Ecken der Terrassen zierten einst steinerne Elefanten, die heute teils verschwunden, teils enthauptet sind. Die Treppe hinauf zum Palast ist flankiert von steinernen Löwen. Jayavarman V. ließ den Vimianakas später von einer rechteckigen Mauer und Wassergräben einfassen und gründete hier mit dem Tempelberg im Zentrum seine neue Hauptstadt, die vorher in Kuker lag. Von den zwei Pools an der nördlichen Stadtmauer wurde der größere von den Männern benutzt, während der kleinere den Konkubinen des Königs zum Amüsement diente. An der Ostseite der Mauern, die den Vimianakas, den himmlischen Palast, einschließen, liegt die 350 Meter lange Elefantenterrasse.
Die Elefantenterrasse bekam ihren Namen durch die fast lebensgroße Elefantenparade, die als Halbrelief auf dem Fundament dargestellt ist. Sie gilt als Hommage an dieses Tier, das zur damaligen Zeit von unverzichtbarem Wert beim Tempelbau, bei der Jagd und der Kriegsführung war. Die Elefantenterrasse wurde von Jayavarman VII. Erbaut und diente ihm als Tribüne. Von der Mitte sahen der Herrscher, vom Seitenanbau, der durch ein Geländer in Form der Schlange Naga begrenzt wird, das einfache Volk, den Spektakeln und Zeremonien auf dem Platz zu. Triumphzüge und Paraden zu Ehren des Königs und Spiele für die Massen wie Elefantenkämpfe, Wasserbüffelreiten und Pferderennen wurden dort veranstaltet. Gleich nebenan findet sich die Terrasse des Lebra-Königs. Dieses etwa 6 Meter hohe Bauwerk hat seinen Namen von der Statue im Lotussitz, die auf ihr gefunden wurde. Sie stellt den Gott Yama, den Gott des Todes, dar. Denn hier, nördlich des Palastes, wurden die Leichen verbrannt. Die Einheimischen allerdings glaubten, es handele sich dabei um den König Yasovarman, den Gründer Angkors, der vermutlich an Lepra starb. Schon längst ist das wertvolle Original der Statue im Nationalmuseum in Phnom Penh und durch einen Zementabguss ersetzt. Wie notwendig diese Sicherheitsmaßnahme war, lässt sich daran ersehen, dass sogar dieser Nachbildung bereits der Kopf gestohlen wurde. Thank you.